Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cities Skylines 2 hier bei Heisenberg zockt. Huiuiui, okay, wo geht der hin? Ja, so haben wir gestern aufgehört und geguckt, was der macht. Der hat hier unten schon mal einiges angestellt, allerdings, ja, viel kaputt gegangen ist da nicht. Jetzt zieht er Richtung, ja, Richtung Wasser, mach mal. Ja, da haben die Fische Freude. Unsere Stadt hingegen, die ist sozusagen unberührt, allerdings... Ja, dank diesem, sorry, unseligen Update haben wir jetzt natürlich hier einfach Tote. Wir haben nochmal Krematorien hingestellt, in rauen Massen. Jetzt müssen wir ein bisschen Geduld haben, bis hier die ganzen Toten abtransportiert werden. Ich muss nochmal sagen, dieses Update, heieiei. Eben, dass die Kacheln, also das ist ja folgendermaßen, wenn wir hier nochmal schnell gucken. Ich habe das Geld ja deaktiviert. Das hier heißt nichts anderes, dass die Kacheln... die man freischaltet, anscheinend neuerdings plötzlich Steuern kosten, und zwar relativ massiv. Wir haben schon alle freigeschaltet gehabt via Mod. Das heißt, ja, da hat es dann einfach Steuern gehakelt ohne Ende, und das hat dazu geführt, dass wir jetzt ohne Geld spielen müssen, weil anders geht's nicht. Wir wären innert Minuten pleite gewesen. Das kann man so nicht machen, sorry, finde ich. Also, weil du zerstörst halt den Leuten, ja, tatsächlich auch den Spielspaß, logischerweise. Weil das macht keinen Spaß, wenn jetzt hier überall Tote liegen. Das ist ja nicht das Ziel der Übung. Gut, wir spielen natürlich trotzdem weiter, weil es wird sich regulieren. Aber eben, da brauchen wir halt tatsächlich einmal mehr wieder Geduld, bis das dann irgendwie sozusagen vorbei ist. Jetzt habe ich gesehen, wir haben hier doch ein bisschen Stau. Ja, nö, geht doch. Was machen die denn? Die fahren nach da hinten, das ist nicht verboten. Was passiert, wenn sie hier hinten sind? Das geht hier runter. Ja, und geht dann in die Stadt rein. Das ist doch in Ordnung. Dann würde ich das mal lassen. Wir haben Tote, dafür haben wir, glaube ich, keinen Stau mehr. Kann das sein? Gut, wenn natürlich... ist ein bisschen zynisch. Wenn Menschen fehlen, dann verstopfen sie nicht die Straßen. Das ist dann der angenehme Nebeneffekt. Aber ja, was ist denn mit den Taxis? Sind die auch alle weg? Das könnte natürlich sein. Haben sie die rausgepatcht, diese Taxis von außen? Also wir haben noch welche, aber nicht mehr in der Masse. Oder hat es tatsächlich damit zu tun, wir haben eine Buslinie gemacht von hier nach außerhalb? Das ist natürlich auch möglich. Und wie sieht es jetzt hier hinten aus? Der ist immer noch dran hier. Und eben, wir haben keine Meldung hier unten. Das habe ich auch schon diverse Male angesprochen. Das bringt halt nichts, wenn ein Sprecher sich einschaltet hier in die Musik rein. Weil bei einem Let's Play, da redet schon einer. Das heißt, ja, ihr habt da zu Recht immer reklamiert, stell den aus, wenn der redet. Weil das ist komisch, wenn du redest, der redet. Da müsste dieses rote Band kommen. Was wir haben, wenn Waldbrände sind. Irgendwo hier hinten. Waldbrände. Die niemanden interessieren. Dann kommt das rote Band. Achtung, Waldbrand. Ja, wenn sowas ist, dann steht nichts. Dann soll man das einfach von alleine merken. Also da ist schon noch ein bisschen Verbesserungspotenzial da. Ich hoffe, sie kommen da nicht auf die Idee, nochmal was einzubauen, dass einem das Spiel fast schreddert. Einfach nur, dass man hier eine Meldung hat. Das wäre sehr hilfreich. So, wir gehen mal in Richtung Nachfrage. Wir sehen, oh, das sieht eigentlich sehr gut aus. Sehr cool. Auch Wohnnachfrage nach hoher Dichte. Die Türme haben wir hier, aber da haben wir ja auch wieder gesehen. Ja, guck mal, da geht schon was kaputt. Das ist halt auch doof. Das liegt wieder an dieser Economic-Mod. Aber ich habe die, glaube ich, ich habe doch die gar nicht aktiviert. Kann man das wieder aufbauen hier? Nee, da wird... Nee, die warten auf Leichenwagen. Da müssen wir warten, bis da sozusagen die Toten weg sind. Dann sollten wir das eigentlich ja wieder aufbauen können. Aber eben, wir haben die Nachfrage nach dicht besiedelt. Also machen wir das. Sollen wir vielleicht tatsächlich nach hier unten bereits gehen? Also hier auf die Insel. Ich fände das jetzt nicht so schlecht. Das Problem ist ein bisschen, dann haben wir hier eine vorgelagerte Stadt. Weil das dann nicht zusammen gehört dann in dem Sinn. Das heißt, wir brauchen hier erstmal Brücken. Wir brauchen alles Mögliche. Straßen und hier unten wieder Polizei und bla. Ich würde da tatsächlich noch warten. Ich würde warten, bis wir hier tatsächlich das freigeschaltet haben. Dann können wir uns das genauer ansehen. Jetzt wohin mit denen? Ja, schon wieder in die Region... würde ich sagen, wo die anderen Türme stehen. Hier hinten zum Beispiel. Dass wir hier nochmal so einen Riegel machen. Mach mal das Ganze. Dankeschön. Und hier beim Bunker, dann wohnen sie eh schon mal gut. Und dann geht die Nachfrage eh schon zurück. Ja, da sieht man es ja. Wobei, es geht eigentlich. Büro haben wir auch, aber eben Büro haben wir tatsächlich noch nicht dicht besiedelt. Das heißt, das machen wir irgendwo zufällig hin. Habt ihr gemerkt? Ich habe nicht random gesagt. Ich war kurz davor, dann habe ich mich nochmal... tatsächlich umentschlossen. So, hier noch ein paar Büros. Dann vielleicht mal wieder ein Park. Oh, neues Gebäude. Principes. Die Unternehmen in diesem modernen Bürogebäude sorgen nicht bloß dafür, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Ihre Arbeit hilft dabei, die Kriminalitätsrate in der Nachbarschaft zu senken. Finden wir sehr schön. Werden wir natürlich machen. Ich möchte aber hier auch noch mal ein bisschen Industrie haben. Ja, da müssen wir schon bald neue Straßen ziehen. Ja, hier haben wir noch was.
Allerdings nicht zu weit runter, weil... Ja, hier geht es dann irgendwann natürlich Richtung Wohnbereich. Ja, wir haben hier ja einen Puffer, das ist kein Problem. Gut, also Gebäude. Spezialgebäude. Das haben wir hier. Das gehört zu den Büros. Büroeffizient, stadtweit. Das ist eigentlich alles stadtweit. Wobei, nee, Wohlbefinden ist nur im Umkreis und Kriminalitätsrate im Umkreis. Dann würde ich das irgendwo hinstellen, wo wir tatsächlich hohe Gebäude haben. Zum Beispiel hier. Dann ist dort ein bisschen Gewerbe weg, damit können wir leben. Zack, mach mal, das müsste reichen mit den 500 Metern. Und da haben wir dieses doch durchaus schöne Modell. Das ist ja das, was ich immer sage. Also bei City Skylines 2, die Modelle, die sind der Hammer. Die sehen wirklich liebevoll gemacht aus und gut. Ich weiß nicht, wie man dann auf solche Idee kommt, Updates zu machen, eben, die dann irgendwie einfach irgendwie, ja, wirklich den Spielspaß ein bisschen dämmen. Ja, aber der Kollege ist weg. Also Kollege Wirbelsturm, der hat Tschüss gesagt. Sehr gut, ich bin gespannt, was das nächste ist. Schiffchen haben wir hier tatsächlich einige. Das heißt, unser Hafen funktioniert. Wir können ja mal schnell gucken, ob wir Stau haben. Nö, da ist ein bisschen was an LKWs unterwegs. Das interessiert aber tatsächlich noch keinen, weil das ist alles im überschaubaren Rahmen. Jetzt lässt es aber, glaube ich, sogar ein bisschen nach. Mit den Toten. Eben, wir haben ja Krematorium gebaut. Krematorien in der Mehrzahl. Fast ohne Ende. Hier unten ist immer noch Stau. Ja, das ist doch kein Stau. Das ist halt einfach zäh fließender Verkehr. Also hier steht ja nichts. Stau heißt ja wirklich stehend. Genau, hier haben wir noch irgendwie unsere... Das wird tatsächlich noch genutzt von so einem Vogel. Guckt euch das mal an. Im Prinzip ist es fast ein Rastplatz. So ein bisschen. Man könnte hier noch ein bisschen was hinstellen. Aber die Idee war natürlich... Oder was heißt die Idee? Hier unten hat sich ein Lastwagen verpackt. Und dann haben wir den halt befreit, indem wir das hier gebaut haben. Und das hier ist beim besten Willen kein Stau. Also das können wir außer Acht lassen. Ansonsten vielleicht, dass jetzt ein Stau wieder entsteht. Wenn hier die Leichen zurückgehen, zum Beispiel hier unten. Ja, da haben wir Leute. Fußgänger eigentlich nicht massiv. Allerdings, man sieht schon die... Naja, doch, doch. Das ist eigentlich auch schon wieder Käse, was hier die Fußgänger angeht. Denen müssen wir auch schon wieder helfen. Dann sollen wir es für den Moment mal lassen. Oh nee, guck mal hier. Die Taxis kommen zurück. Okay, so viel zum Thema. Die Taxis sind weg. nein, sind sie nicht. Die wollen alle hier vorne rein. Viel mehr als ein Kreisel können wir hier in dem Sinne nicht machen. Sehe ich, wo der hin will? Jawohl, nachher unten. Dann geben wir denen die Möglichkeit, dass sie hier irgendwie anders runterkommen. Sie kämen eigentlich von hier auch nach hier. Aber kommt, wir machen hier in der Mitte nochmal eine Brücke. Und zwar gerne schon mal breiter. Das hat... auch jemand geschrieben. Heißt, ich baue halt doch das Ganze eh schon breiter. Und nicht immer mit den dünnen Straßen. Damit wir sozusagen gerüstet sind für die Zukunft. Das ist natürlich nicht komplett falsch. Komme ich hier so rüber? Das gibt dort eine Kreuzung. Kommt, dann machen wir hier eine Kreuzung. Wir wollen ja in die Straße rein. Das passt doch. Hier vielleicht dann ein Kreisel. Ich würde für den Moment das Ganze aber mal so lassen. Stehen hier schon wieder Züge? Das ist eigentlich eine Frage, die... Oh Gott, ja, und wie sie stehen. Das ist eigentlich eine Frage, die stellt sich in einem anderen Spiel eher. Guck mal, die stehen alle. Aber was ist das denn jetzt wieder Dummes? Ist hier wieder irgendwo eine Weiche? Weil das ist bei... Also ich meine Transportfieber natürlich, Transportfieber 2. Dort stehen bei uns auch ab und zu Züge, weil Signale nicht stimmen oder weil das Ganze völlig überlastet ist. Aber hier stehen sie. Der fährt. Ja, hier stehen sie einfach, weil sie... Ja, irgendwie haben die einen Vogel, die Züge. Hier ist halt eine Weiche. Das Problem kennen wir, aber der Zug hält ja nicht hier. Jetzt fährt er wieder, weil der musste erstmal sein richtiges Gleis finden. Ist es denn wahr? Jetzt würde der fahren, jetzt hoffe ich, der fährt nicht nur bis hier hin. Nee, guck mal, kleines Wunder, ein Zug benutzt die Weiche. Das ist also okay. Gut, fährt der Rest jetzt auch? Nee, der wartet noch. Der fährt. Aha, der muss nach da. Gut, also man sieht... Ja, das ist fast schon wieder eine Überlastung. Da ist wieder zu wenig Gleis für zu viele Züge. Dann stehen die plötzlich. Aber jetzt fahren sie wieder. Ich habe mich echt schon erschreckt. Dachte, jetzt müssen wir ja auch noch anfangen zu klüngeln. Das reicht, wenn wir das bei Transportfieber 2 machen, weil dort macht es nämlich auch Spaß. Das Geklüngel. Wie sieht's aus? Nachfrage. Immer noch Wohndichte hoch. Okay, dann machen wir hier natürlich nochmal was. Mit der hohen Wohndichte. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte den hier. Wohndichte. Und dann nehmen wir die hier. Und dann machen wir die wieder hier oben irgendwo hin. In den Rücken rein.
Ein bisschen gebaut haben sie da eh schon. Allerdings nicht allzu hoch, interessanterweise. Baut mal hoch. Ihr wollt noch einen Park, könnt ihr haben. Zack. So, sehr gut. Und dann lassen wir das Ganze wieder laufen. Und jetzt würde ich hier bei der Industrie tatsächlich mal noch ein bisschen weitermachen. Dahingehend, dass wir hier mal eine weitere Straße haben. Das können wir ruhig, ja, nicht kachelförmig, aber halt so, dass das hier rankommt. Ja, dann die Kurve dazu. Damit wir hier wirklich auch schön bauen können. Dann haben wir dort noch ein bisschen eine grüne Fläche. Da geht das hier rein. Und hier oben geht das. Wo geht das hin? Das geht irgendwie hier hin. Macht dann den hier. Und geht dann hier rein. Geht nicht. Okay, sollen wir hier nochmal eine Brücke machen? Geht auch nicht. Im Wasser steht da. Aha, weil ich halt die Höhe brauchen würde. Allerdings, ich muss doch hier reinkommen. Ja, machen wir das so. Dann ist die Zufahrt vor der Brücke. Das ist da auch in Ordnung. Und dann schnappen wir uns hier die Industrie. Und ich möchte nochmal schnell gucken gleich. Wir machen hier einen ganzen Riegel. Oh, Chemiewerk kommt dazu. Ich wollte gerade sagen, dass wir nochmal gucken, ob wir weitere Gebäude haben. Das ganze Leben ist Chemie. Ich dachte, wie geht das bei Happy Kerkeling? Ein Quiz. Genau, das ganze Leben ist ein Quiz. Und hier werden Chemikalien fürs Leben produziert. Okay, machen wir natürlich auch gleich. Wir machen den Riegel auch noch. Dann sollten wir hier die Nachfrage wieder ein bisschen zurückkriegen. Gerade eine Katastrophe in Gang oder im Gange, weil wir sehen oder können das ja nicht lesen. Nee, sieht gut aus. So, jetzt wollte ich genau nochmal bei den Spezialgebäuden gucken. Hier haben wir alles gebaut, was wir gebaut haben, was wir bauen können. Hier ist das Chemiewerk und hier haben wir auch alles gebaut. Okay, das Chemiewerk. Bodenverschmutzung, Luftverschmutzung. Ja, ganz klar, wo das hin muss. Zur Industrie, zum Beispiel hier hinten. Wenn wir hier noch den Platz haben, sonst könnten wir es hier hinsetzen oder wir machen das hier hin. Zack, einmal boing. Sehr gut. Jetzt brauchen wir dafür auch mal einen Parkplatz. Ich glaube nicht unbedingt. Ich weiß nicht, wo die Leute, die in der Industrie unterwegs sind, wo die Autos hinstellen. Könnt ihr machen Parkplatz, weil wir spielen sowieso ohne Geld, aber da muss ich nochmal sagen, das machen wir natürlich gezwungenermaßen, anders geht's nicht, wenn dieses komische Update da halt reinhaut und plötzlich Steuern erhebt für Sachen, die vorher nichts gekostet haben. Da hinten brennt's. Ja, ja, das ist okay, wurde glaube ich sogar gelöscht und jetzt labert der halt wieder, kann sein, dass der wieder eine Katastrophe ausruft. Aber wir lassen das mal bleiben, wir wollen gerne die Musik haben. Ah, jetzt, hallo Hubschrauber, irgendwie hier haben wir noch Stau. Oh, aus der Röhre raus. Okay, geht auch hier vorne tatsächlich in den Kreisel rein. Und verstopft dann in die Richtung, auch weil wir jetzt hier natürlich nochmal eine Abfahrt haben. Ich mache hier mal einen Kreisel, wenn es geht. Mal gucken, ob das funktioniert. Müsste eigentlich gehen. Ja, da ist der Hang zu steil. Ach, der hier. Ich sehe sogar welcher. Ja, dann machen wir hier einen kleinen Kreisel hin. Kreisel ist immer besser. Das passt. Hier vorne löst sich, aber das ist natürlich hier auch eine Katastrophe. Nutzen die das nicht, dass die nach hier hinten oder das hier nutzen? Wir haben ja geguckt, wo wollen die Taxis hin? Ja, der möchte halt nach da oben. Der möchte wieder nach hier unten. Der möchte wieder nach oben. Nach oben haben wir keine andere Möglichkeit. Ja, hier lang halt. Den Kreisel da vorne nutzen. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, jetzt hier wieder nochmal eine Straße hochzuziehen. Dann haben wir einfach dort wieder den Stau. Das ist auch irgendwie klar. Ich weiß ja nicht, was diese vielen Taxis wollen. Jetzt haben wir die Busse nach außen geschickt. Ja, die Straßenbahn fehlt noch. Da kennt ihr meine Meinung. Die verstopft hat die Straßen tatsächlich auch. Würde ich noch ein bisschen warten. Tunnel haben wir. Aber eben, ja, wir sehen ja auch das Tunnel. Das wird relativ gut genutzt. Und hier ist echt nochmal eine Ampel. Die Ampel muss weg. So, für freieres Fahren. Jawohl, da bewegt sich es auch gleich wieder. Ändert aber natürlich nichts an dem Stau hier. Und der ist schon eher massiv. Wo will der Bus hin? Achso, das sehe ich ja genau nicht. Ich sehe es bei allen anderen. Ja, schon darauf. Können wir euch nicht irgendwie eine andere Möglichkeit geben? Ja, der hat da eine relativ weite Reise noch vor sich und bleibt hier halt hängen. Wir müssen hier irgendwie da rein. Soll ich das mal? Kommt, wir machen das. Sonst nehmen wir die Straße halt wieder weg. Ich mache ja eine breite Straße hin. Und zwar auf 0 Meter. Die hier lang geht und hier rein. So, jetzt mache ich hier aber. Ich mache hier nochmal einen Kreisel, wenn es funktioniert. Halt ihn groß. Jawohl, einmal so. Und hier oben machen wir zumindest mal die Ampel weg, würde ich sagen. So, dann können sie dort auch fahren. Jetzt müsste das doch dazu führen, dass die hier auch in die Richtung gehen.
und dass hier vorne entlastet wird. Es ist halt hier wieder Kreisel, geht in den Kreisel. Ist klar, aber anders funktioniert es gerade nicht. Ich muss ein bisschen die Fußgänger im Auge behalten. Naja, jetzt wird das bereits genutzt. Haben wir hier denn irgendwelche Parkplätze? Ich muss mal gucken, was ich an Parkplätzen gebaut habe. Das weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Wo sehe ich die Parkplätze? Das ist ein Parkplatz. Da. Mhm. Ja, vielleicht doch hier unten auch noch. Hier, wo wir halt den Stau haben. Ich weiß nicht, ob da ein Parkplatz hilft, aber ich mache mal einen hier hin. Mit Zufahrt, mit Separator. Und zwar einmal so. Und dann irgendwie da rein. Zack. Und von hier kommend. Was haben wir da? Wir gehen hier gleich mal in den Kreisel rein. So, das ist dann einfach eine Zufahrt im Prinzip zum Parkplatz. Und den machen wir noch kostenlos. So, dann wird das auch genutzt. Und zwar ohne Probleme. Oh, neue Stadt. Beziehungsweise gelevelt. Kleinstadt. Sehr gut. Wir gehen hier hin. Und gehen zu dem... Oh, nee. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Ja, wir haben sie. Wir haben sie. Wir haben die großen Büros, die hohen. Gut, dann würde ich sagen, da machen wir hier unten tatsächlich irgendwie eine neue Stadt hin. Ist dann keine neue Stadt, sondern es ist halt Miami Beach. Das könnten wir eh gleich mal machen, hier mit dem Teil. Wenn ich hier rausgezoomt habe, das müsste eigentlich funktionieren, jawohl. Weil das ist ja alles Miami Beach. So, wenn ich da zu nah unten bin, dann funktioniert das nicht wirklich. Zack, sehr gut. Kann ich da bitte den Namen geben? Wie heißt das denn? Heidenhorst. Ja, so weit kommt es noch. Miami. Ja, genau. Miami Beach. Das ist Miami Beach hier unten. So, wir könnten im Prinzip eine Zufahrt machen. Oder sollen wir erstmal gucken wegen der Nachfrage? Wir haben auch schon wieder... Ne, die hohe Dichte stellen wir wieder hier unten hin. Ich würde aber hier tatsächlich gerne die mittlere Nachfrage noch ein bisschen bedienen. Wenn wir irgendwo noch Platz haben. Haben wir auch, wie man sieht. So, hier Mittel, hier nochmal ein bisschen was. So, dann sollte das bereits auch wieder nachlassen, denke ich. Sehr gut, und dann schauen wir mal. Wie sieht das denn aus? Wir haben hier die Autobahn, die hier lang düst. Dann haben wir hier die Ausfahrt. Dann würde ich hier tatsächlich eine normale Brücke rüber machen. Wir brauchen aber irgendwie, also die Autobahn brauchen wir hier drauf nicht, weil Miami Beach hat in echt natürlich auch keine Autobahn. Das ist einfach so ein vorgelagertes Ding mit Hotels und Zeugs. Aber irgendwie sowas ähnliches, hier kommen wir eigentlich auch runter von der Autobahn. Man sieht, das ist auch schon fast wieder stauig. Auch hier eine Brücke rüber. Wo machen wir die erste? Ich würde sagen, wir machen das hier, dass wir das mitnehmen. Allerdings, das gibt wieder was Breites. Ich mache das mal sehr breit, weil ich weiß nicht, wie viel Verkehr da entsteht. Aber wahrscheinlich ordentlich. Wir brauchen die Kurve. Dann brauchen wir ein bisschen Höhe. Das machen wir mal mit den 10 Metern. Und dann hier rüber. Da ist irgendwas im Weg. Ach, der Seeweg. Ja, das hatten wir schon mal, dass man den Seeweg irgendwie im Weg hat. Was war da die Lösung? Entweder die Anarchy Mod. Oder irgendwie 50 Meter hoch. Irgendwie sowas war es, glaube ich. Tree Filter. Nö, nö, brauche ich gerade nicht. Ich brauche die Straße. Ja, sonst machen wir die halt mal so. Machen wir hier 10 Meter. Also wir machen zuerst mal die Brücke. Geht immer noch nicht. Nicht mit 40. Ich glaube, es sind wirklich 50 Meter. Aber dann haben wir allen erstes eine 50 Meter hohe Brücke hier. Und das geht trotzdem nicht. Wenn ich jetzt die Anarchy Mod benutze, ist klar, was passiert. Dann fahren die Schiffe je nachdem in die Pfeiler rein hier. Oder war das eine Brücke, wo es eher geht? Ja, da werden die Pfeiler halt auch so gesetzt. Wir sehen es ja schön. Guck mal, das Schiff. Ne, es fährt eigentlich dran vorbei. Ich würde das so machen. Wir machen das mal so. Also, dann brauche ich aber tatsächlich Kollege Anarchy, sonst geht es nicht. Und dann muss ich das gleich wieder wegnehmen. Da ist aber die hier fast schöner, oder nicht? Ja, ich nehme die. Das darf dort auch im Wasser stehen eigentlich. Wir machen es mal so. Bad. Einmal. Wunderbar. Dann gerne 50 Meter hoch. Ja, das ist halt eine Brücke. Also da kommen auch die Ozean-Riesenschiffe unten durch, ganz klar. Also Kurve haben wir. Energie muss raus. Und jetzt wollen wir dort irgendwie in die Straße rein. Und das würde ich halt tatsächlich so machen. Und dann hier vielleicht mal runter. Ja, das gibt doch eine interessante Konstruktion. Warum gibt das keine Kurve?
Apropos interessante Konstruktion, das gefällt mir überhaupt nicht. Ach, weil ich immer noch die Brücke dran habe. Wir brauchen natürlich eigentlich einfach die Straße. Nee, aber jetzt brauchen wir wieder die 50. Und ich würde jetzt eben nicht hier direkt rein, sondern lasst uns das tatsächlich so machen, dass wir hier ein bisschen kringeln. Ja, und jetzt haben wir auch eine Kurve, eine vernünftige. Dann geht das hier runter. Und dann geht das hier ganz runter. Auf Null. So, irgendwie so. Und dann geht das da rein. Zack, das ist unsere Zufahrt hier, weil 50 Meter muss man erstmal abbauen. Und hier, ja, geht das auch einfach runter. Halt wieder die 50. Eine 50 Meter hohe Brücke. Ja gut, das gibt's. Also das natürlich schon. Jetzt nicht so wahnsinnig komisch. Hier düsen wir mal in die Richtung. Ne, kommt, wir gucken, dass wir schnell runterkommen, weil wir wollen hier bauen. Und wir haben hier nicht unbegrenztes Bauland. Zack, einmal so, dann einmal diesen. Und dann geht das hier in den Kreisel rein. Und dann machen wir hier irgendwie eine Straße lang. Ja, und da ist halt ein bisschen die Frage. Ja, das guckt ja Richtung Straße und hier ist Richtung Meer. Also hier dürfen wir keine Straße mehr haben. Wobei wir brauchen eine, sonst können wir die Hochhäuser nicht hinstellen. Wir gucken. Aber ich würde hier halt in den Kreisel rein. Und zwar damit wir dann danach mit anderen Straßen raus können. So, dass das nicht komisch aussieht. Also hier gibt es dann halt irgendwie so eine Straße. Und die geht, eben da hinten haben wir das, die geht mal hier hin, hier rauf. Und hier möchte ich eigentlich wirklich ausschließlich hohe Häuser haben, wenn das irgendwie geht. Müssen wir gucken, die Kurve ist aktiviert. Dann geht das mal hier lang, dann geht das mal hier lang, dann geht das mal hier lang. Und dann würde ich das mal als Layout lassen. Jetzt gucken wir nochmal schnell, was wir an Nachfrage haben. Wohnnachfrage und die Büros, die haben wir auch ein bisschen. Dann werden wir hier mal, würde ich sagen, mit den Wohnungen anfangen. Dass wir hier sozusagen hohe Wohnungen haben. Hier im Rücken sogar ein bisschen. Ist natürlich klar, die haben jetzt wahrscheinlich keine Feuerwehr, die haben auch keine Parks. Das werden wir aber kurz ändern. So, ein Park gibt es hier und dann könnt ihr hier nochmal einen haben. Einen kleinen Spielplatz. Sehr gut. Bitte bauen. Oh, die hängen nicht mal. Ei, die hängen nicht am Wasser dran. Okay, das müssen wir natürlich auch noch ändern. Diese Brücke, die hat wieder die Rohre nicht. Aber das kriegen wir natürlich relativ einfach hin. Aber gut, wir machen hier ein Päuschen. Wir haben Miami Beach erschlossen mit den ersten Gebäuden. Die werden wir jetzt noch an den Strom nehmen. Beziehungsweise Strom klappt, glaube ich. Aber das Abwasser, das funktioniert noch nicht. Das wird dann morgen funktionieren. Danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich, ihr schaltet morgen wieder ein, wenn es hier wieder heißt. Wir düsen jetzt nach Miami Beach runter. Danke fürs Zusehen. Bis auf die Moin. Macht's gut. Tschüss. Bye, bye.